Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Es ist Freitag, der 20. Oktober. Wir möchten heute zusammen mit Ihnen natürlich auch wieder die Märkte screenen, hoffentlich schöne Trading-Ideen finden und Ihre Fragen beantworten. Wie gewohnt starten wir obligatorisch natürlich auch mit unserem Risikohinweis. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Admiral Markets mit Hebelprodukten handeln. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Alle Informationen und die möglichen Trades unseres Moderators bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, sondern wirklich als Informations- und Bildungsangebot. Die Handelsentscheidungen treffen Sie wie gewohnt selbst und in Eigenverantwortung. Ja, und am heutigen Freitag wird Sie nicht Dirk Fraschewski durch das Webinar leiten. Thomas Strubeck übernimmt die Vertretung für ihn. Lieber Thomas, wir können auch direkt loslegen. Du bekommst Wort und Monitor von mir und dann geht's los. Jawohl, schönen guten Morgen, Thomas Strubeck hier. Genau, normalerweise am Montag dran, heute mal am Freitag. Wir haben getauscht mit dem Dirk. Die Woche bisher ja recht spannend. Legen wir direkt los. Ich hoffe, der Bildschirm ist zu sehen soweit. Zu hören müsste ich ja sein. Ja, genau. Gehen wir davon aus, der Bildschirm ist entsprechend zu sehen. Also legen wir direkt los, mal mit einem Blick auf den DAX. Die Handelswoche bisher recht spannend, zumindest der gestrige Tag. Wurde doch mal dem einen oder anderen Anleger oder Investor oder Trader bewusst, dass durchaus die Kurse auch mal fallen können. Ich habe mal hier den DAX im Tageschart aufgemacht. Wir sehen hier die letzten Tage hat der DAX ja sich immer so ein bisschen an Richtung 13.000 Punkte orientiert, langsam angestiegen, nicht große Dynamik. Dann kam am Mittwoch der Ausbruch über die 13.000 Punkte Marke, direkt auch ein Anlauf auf ein natürlich neues Allzeithoch, direkt schon die nächsten 100 Punkte abgearbeitet, bis knapp 13.100 ist der DAX gelaufen. Ganz zum Handelsschluss hat es nicht gereicht für dieses, fürs, ja, um in der Nähe der Höchstkurse zu schließen sozusagen und am Donnerstag, also gestern, ja, entsprechend mal die Retourkutsche nach unten, ging in einer recht schnellen, dynamischen Entwicklung in den ersten anderthalb Handelsstunden ungefähr, ging es runter sogar bis unter die Marke von 12.900 Punkten. Dann hat sich der DAX aber recht schnell wieder gefangen und zwar auf einem, ja, ersten Unterstützungsniveau. Nämlich hier die Marke von 12.900 Punkte hat gehalten und zum Tagesschluss ging es wieder nach oben. Heute Morgen der DAX mit einem mit erstmal weiter aufwärts positiver Tendenz gestartet mit einem Gap von ungefähr 30 Punkten in den Handel. Das sehen wir hier leider bei Admiral Markets nicht, weil Admiral Markets ja den DAX CFD auch schon in der Nacht quotiert. Aber Future Kursveränderung ungefähr 30 Punkte plus. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen in die ins kurzfristige Chart rein, 5-Minuten-Chart, da sehen wir halt, dass von dieser starken Handelseröffnung, ja, bröckeln die Kurse ein bisschen ab. Also wir hatten das Hoch so bei 13,60 in etwa. Seitdem geht es ein bisschen nach unten. Also keine große Dynamik im Moment zumindest auf der Oberseite mehr vorhanden. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Für mich ist der DAX derzeit nicht unbedingt ein Trading-Markt, ganz einfach, weil hier zu wenig Volatilität ist. Wir haben einen Aufwärtstrend, aber wir haben keine großen Konsolidierungen, wo man jetzt irgendwie interessant reingehen kann. Wir sehen auch, dass ein bisschen die Luft hier oben dünn wird im Bereich der 13.000 Punkte. Heute dran denken, wir haben einen kleinen Verfallstermin, also es verfallen heute die Optionen auf Aktien und Aktienindizes. Future, das wäre noch nicht abgerechnet, das ist ja erst dann wieder im Dezember der Fall, aber wie gesagt, der kleine Verfallstermin, wo die Optionen auf Aktien und Indizes verfallen, kann noch mal ein bisschen Volatilität bringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die 13.000-Punkte-Marke durchaus da eingeloggt ist als sicherer Hafen, also als Punkt, wo die Kurse jetzt nicht groß dramatisch davon abweichen. Ja, von dem her alles beim Alten. Ein bisschen Volatilität mal gestern reingekommen, um da auch mal wieder die Leute vorm Rechner wach zu rütteln sozusagen. Aber eine Trendwende auf gar keinen Fall. Und auch dieser kurze Rutsch, der hat nicht bis zum Tagesschluss gehalten, zeigt halt ganz einfach, dass weiterhin recht viel Geld an den Märkten da ist. Wenn es ein bisschen nach unten geht, dann geht es auch direkt wieder, dann sind auch direkt wieder Käufe da, die den Markt nach oben ziehen. Den Trade, den ich mir, nee, wir gehen mal ganz kurz zurück auf den Trade, den wir noch offen hatten vom letzten Webinar. Das ist jetzt schon fast 2 Wochen her. Das war nämlich Montag, nicht dieser Woche, sondern vergangene Woche. Da hatte ich den Bitcoin geschortet. Schauen wir mal auf den Trade. Das war hier knapp unterhalb, ja, ich hatte hier einen Widerstandsbereich definiert, der sich aus den Hochpunkten der ersten Konsolidierung von dem ersten Abverkauf sozusagen
ergibt, hatte knapp unterhalb dieser Widerstandszone den Bitcoin geschortet. Es ging aber direkt mit dem Bitcoin nach einem schon bereits starken Anstieg dynamisch über diesen Widerstand rauf, hatte auch mein Stop-Loss hier recht eng gelegt, bin dann hier ausgestoppt worden zum Glück, denn wie wir sehen, die dynamische Entwicklung ging hier weiter. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch gemacht, ist direkt dann nochmal 10% nach oben gelaufen, also mehr als 500 Punkte oder 500 Dollar nochmal rauf bis knapp, ja, zu 800 Dollar, knapp 5.800 Dollar ist Bitcoin gelaufen. Konsolidiert jetzt wieder ein bisschen hier oben, aber wie gesagt, auch nochmal wichtig gewesen, einfach den Stop-Loss da drin zu haben und dann nicht drauf ja, stur dran festzuhalten an der Position, sondern das dann einfach auch mitzunehmen und zu sagen, okay, Trading-Idee hat nicht funktioniert, dann werde ich halt auch ausgestoppt in dem Bereich. Den Trade, den ich mir für heute für Sie mitgebracht habe, habe ich gefunden im Währungsbereich und zwar Cable, also British Pfund, US-Dollar. Hier vielleicht mal ganz kurz auf den bisschen längerfristigen Chart. Cable ja spätestens seit dem Brexit im letzten Jahr oder der Brexit-Entscheidung im letzten Jahr wieder ein spannender Markt zum Traden. Wir hatten hier sehr, sehr hohe Volatilität. Es ging nach der Brexit-Entscheidung erstmal kräftig nach unten. Im Bereich von 1,19 hat sich dann aber das Pfund gefangen und hat hier so eine Seitwärtsbewegung, Konsolidierungsbewegung ausgebildet, eine Bodenbildung sozusagen geschafft. Die ist erstmal in einer recht ja, engen Seitwärtszone sozusagen gependelt zwischen 1,9 oder knapp 1,20 bis 1,26 ungefähr in diesem Bereich. Dann ging es nochmal eine zweite Etage höher. Das war so diese 1,30er Marke, die eine wichtige Marke ist. Das ist so der Kursbereich, wo der erste Abverkauf nach der Brexit-Entscheidung hier so sein Ende gefunden hat, bevor es dann eben gegen Jahresende nochmal dynamischer runterging. Also dieser Bereich hier. Wichtig für das Pfund und als es hier drüber ging, ging es halt direkt kräftig nach oben und zwar auch sogar bis auf die Schlusskurse vor diesem Tag der Brexit-Entscheidung, was dann ein erster Widerstand war für das Pfund und wo es halt erstmal nicht mehr weiterkam. Jetzt sehen wir derzeit eine Konsolidierung dieses Ausbruchs. Jetzt zoome ich mal wieder auf den Tageschart zurück. Zeige Ihnen mal, das war der Ausbruch, wie gesagt, bis hier hoch, bis 1,3640 ungefähr ist Cable gelaufen. Wir sehen jetzt die Konsolidierung auf dieses frühere Widerstandsniveau, jetzige Unterstützungsniveau, hat es mal hier blau eingezeichnet, um 1,30, 1,3050, das ist so die Zone, die da charttechnisch wichtig ist fürs Cable. Wir hatten einen ersten Anlauf auf diese Zone, der ist positiv bestätigt worden sozusagen, da ging das Pfund weiter nach oben. Wir haben jetzt einen zweiten Rücklauf wieder in die Nähe dieser Zone und ja, waren heute Nacht schon mal ein bisschen schwächer mit dem Pfund. Deswegen hier meine Handelsidee, in der Nähe dieser Großunterstützung vorsichtig long zu gehen. Das ist eine kleine Position, die ich hier aufgemacht habe. Das sind 0,10 Kontrakte, also 10.000 Pfund. Ich würde die auch nochmal nach oder ich lege da auch noch eine zweite Order rein, nämlich direkt auf dieser, im Bereich dieser Unterstützung. Also hier um die 1,30er Marke, 1,3040, lege ich nochmal einen zweiten Trade mit rein, falls das Pfund dann nochmal schwächer geht und hier entsprechend auch nochmal diese Unterstützung dann abholt. Dann sollte es aber drehen, also aus charttechnischer Sicht, wie gesagt, als Trading-Idee ist dann die Trading-Idee nur intakt, wenn dann entsprechend auch hier der Abverkauf sein Ende findet und das Pfund spätestens hier wieder nach oben dreht. Das heißt, den Stop-Loss muss man hier im Bereich ja 1,28,80, sowas in der Ecke legen. Und das können wir auch direkt machen, dann haben wir die Order nämlich safe und dann kann da nichts mehr anbrennen, dann muss man auch nicht mehr am Rechner sein. Also machen wir mal hier die 1, machen wir einfach 28, 82. Dann kann man sie ja schön verschieben hier über die Plattform. So, wenn wir hier drunter fallen sollten, also auch unter diesen mittelfristigen oder kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir hier sehen, dann muss der Trade halt raus. Und ich lege die auch schon gleich mal für die zweite Position, wenn sie denn zustande kommt, mit rein. So, machen wir auf den gleichen Kurs. Genau, dann wäre der Trade abgesichert. Wenn dann überhaupt die zweite Position gekauft wird, möglicherweise dreht das Pfund auch heute schon weiter nach oben. Und Kursziel in dem Bereich, es wäre erstmal der Anlauf auf dieses erste Widerstandsniveau 1,3280, 1,33, sowas die Ecke. Wenn das Pfund hier weiter Auftritt kriegt,
dann kann es auch nochmal Richtung Jahreshoch gehen. Also dann kann es durchaus auch nochmal Richtung 1,36 gehen. Versuche ich dann mit einem nachziehenden Stop zu machen. Ich bin nicht so gut da drin, Stops nachzuziehen. Meistens ist es so, dass wenn ich ein Kursziel erreicht habe, ich dann die Position auch zumache. Aber ja, schauen wir mal, ob dieser zweite Trade noch mit zum Laufen kommt. Und dann kann man ja ein bisschen auch versuchen, mit der Positionsgröße zu spielen. Genau, das oder mit der Order, mit entsprechenden Teilausstiegen dann. Das, wie gesagt, zur Trading-Idee von mir von heute und jetzt gern zu Ihren Fragen oder Wunschmärkten, die Sie möglicherweise haben. Ja, Thomas, zum einen haben wir einen Wunschmarkt und zwar den NZD/USD. Da kannst du gerne mal einen Blick drauf werfen. Neuseeland-Dollar, US-Dollar, gucken wir mal drauf. Der ist, glaube ich, heftig, genau. Der ist heftig unter Druck gekommen, habe ich auch so mit einem Auge verfolgt in dieser Woche. Auch mal hier zuerst mal der Blick auf den langfristigen Chart. Das mal ganz langfristig, da sehen wir sogar eine Historie bis 95 zurück. Nur um uns erstmal, wie gesagt, ein Bild zu verschaffen sozusagen. Im Wochenchart sehen wir hier schon ja, recht dynamische Abwärtsentwicklung des Neuseeland-Dollars gegen den US-Dollar. Und wenn wir hier auf den Tageschart gucken, dann sehen wir, dass wir in Tiefstkurse erreicht haben im Bereich von 0,6860. Dieser Bereich, der Kursbereich 0,68 bis 0,69 ist ein wichtiger Unterstützungsbereich für den Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und wenn wir uns den kurzfristigen Chart hier angucken, dann sehen wir, dass der Neuseeland-Dollar in den letzten Tagen ja nochmal deutlich schwächer geworden ist. Also auch diesen Ausbruch oder diese Aufwärtsbewegung, die wir hier im Sommer gesehen haben, die ist inzwischen wieder abverkauft worden. Der Neuseeland-Dollar ist auch wieder in diesen alten Abwärtstrend hineingefallen. Demzufolge ist dieser Ausbruch als Fehlausbruch zu werten. Und ja, kurzfristiges Ziel, auch in dieser dynamischen Entwicklung, die wir hier gesehen haben, ist durchaus nochmal der Anlauf in diesen Unterstützungsbereich 0,68 bis 0,69. Also da ist nochmal ein bisschen Luft nach unten. Da kann es durchaus nochmal die 80 Pips nach unten rutschen. Und hier ist dann eben abzuwarten. Schafft es der Neuseeland-Dollar sich zu stabilisieren in dem Bereich? Also hier kann man dann durchaus über Long-Engagements nachdenken, müsste halt seinen Stop-Loss unterhalb dieser Unterstützungszone platzieren. Wenn der Neuseeland-Dollar schafft, sich hier zu stabilisieren, dann gibt es eine gute ja, Gelegenheit, wieder auf einen kurzen Rücksetzer, einen kurzen Rebound zu spekulieren und zu traden. Aber der Abwärtstrend ist schon sehr dynamisch. Also ich denke, das geht da erstmal. Zumindest sollten wir dieses Unterstützungsniveau noch mal testen. Okay, Thomas, dann als nächstes bitte einen Blick auf den Euro-japanischen Yen. Der Euro in Yen, gucken wir mal, ob ich den auf meiner Liste schon mit drauf habe. Ne, recht viele, aber den Euro Yen noch nicht. Dann machen wir den mal eben aus der Handelsliste auf. Genau. Ja, auch hier mal der Blick auf den Tageschart. Da sieht man schon recht eindeutig ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend im Euro, sprich Abwärtstrend im Yen. Yen wird immer schwächer, der Euro wird entsprechend stärker. Ist ja auch gewollt von der japanischen ja, Regierung, den Yen weiter zu schwächen, um die Exporte weiter anzukurbeln. Im langfristigen Bild sehen wir eine sehr, sehr riesig große Seitwärtsbewegung. Das hilft uns da erstmal nicht weiter im Wochenchart. Ja, wir haben halt wieder diesen dynamischen Anstieg hier in diesem Jahr bekommen, sind in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend und wichtige oder charttechnische nächste Widerstandsbereiche gibt es ganz kurzfristig hier schon im Bereich von der 135er Marke. Ne, das war auch der Widerstand, den wir hier vor einigen Wochen gesehen haben. Dann ist eine recht massive Widerstandszone zwischen 1,35 und 1,37. Und das war hier der Kursbereich, wo sich der Euro in Yen ja, im Jahr 2015 recht lange aufgehalten hat, wo es nicht so richtig dynamisch weder rüber noch drunter ging. Das ist eine wichtige Widerstandszone, wo der Euro dann reinläuft. Und der nächste große wichtige Widerstand ist dann die 1,40er Marke. Der Trend, wie gesagt, sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr steil nach oben. Wir sind mit Sicherheit auch ein ganzes Stück vom 200-Tage-Durchschnitt entfernt. Das ist ja so der einzige Indikator, den ich mir so in längerfristigen Charts mal reinlege. Ich lege den mal hier auch mit nochmal mit dazu.
Ja, also ganzes Stück entfernt von der 200-Tage-Linie, von dem her auch größere Konsolidierungen da, ähnlich wie wir es hier gesehen haben, durchaus muss man mit einkalkulieren, aber der Aufwärtstrend ist ganz klar bullisch für den Euro, bärisch für den Yen, der Yen wird weiter geschwächt und ja, also zumindest, wenn wir hier die Hochs des Anfang September rausnehmen, dann sollte es zumindest mal in diese Widerstandszone zwischen 137 und 140 reinlaufen. Da ist durchaus mit Widerstand zu rechnen, aber wie gesagt, Aufwärtstrend ist hier klar intakt. Also shorten würde ich hier nichts. Und wenn man sich long positioniert, dann kann man natürlich immer die Konsolidierungstiefs nutzen, um seinen Stop nachzuziehen entsprechend. Na, wir hatten hier den Anlauf Richtung 135, dann ging es runter, hat der Markt hier ein bisschen konsolidiert. Wer also hier sich long positioniert oder auch aktuell sich noch long positionieren muss, legt halt einfach seinen Stop dann unter das letzte Konsolidierungstief und versucht es dann mitzuziehen, wenn der Markt weiter positiv ist. Hey Thomas, vielleicht können wir dann ja mal einen Blick auf die Rohstoffe werfen. Einmal wird nachgefragt Silber und dann auch noch das Öl. Genau. Ja, schauen wir mal auf die Rohstoffe. Da gibt es, ich habe heute früh auch die Charts mal so ein bisschen durchgeblättert, nicht so richtig spannende Entwicklung derzeit. Also ich fange mal vielleicht mit dem Gold an. Ist ja auch so der große Rohstoffmarkt dann sozusagen, wenn man sich die Edelmetalle anguckt, bevor wir ins Silber reingehen. Gold kämpft weiterhin mit diesem Widerstand um 1.300 Dollar. Wir hatten nach dem ersten Abverkauf einen Anlauf eben Richtung 1.300 Dollar nochmal einen kleinen Ausbruch über diese Marke. Dann ging es aber recht zügig wieder nach unten. Also das Widerstandsniveau ist doch sehr heftig. Wir haben das über das ganze Jahr gesehen, hatten hier mal einen kurzen Ausflug drüber. Ja, jetzt, wie gesagt, liegt der Goldpreis wieder drunter. Also das Widerstandsniveau ist da einfach sehr massiv. Ist auch erstmal davon auszugehen, dass aus charttechnischer Sicht, dass der Goldpreis hier sich erstmal weiter ja, einpendelt, bevor er einen neuen Anlauf nimmt, das möglicherweise Anfang nächsten Jahres dann rauszunehmen. Auch die Saisonalität in den nächsten paar Monaten spricht jetzt nicht unbedingt für steigende Edelmetallnotierung, nicht unbedingt für steigende Goldnotierung. Gucken wir auf den Silber, Silberpreis, da sieht es ähnlich aus. Auch im Silber hatten wir, ich habe es mir hier im Wochenchart eingezeichnet, diesen mittelfristigen Abwärtstrend, den der Silberpreis hier mal kurz überboten hatte, auch als der Goldpreis eben dynamisch über 1.300 Dollar ging. Doch, wir sehen es im Tageschart schon, inzwischen ist Silber wieder also einerseits mal in diesen Abwärtstrend wieder zurückgefallen, pendelt jetzt wieder leicht rüber. Es ist aber nicht wirklich ein Trendmarkt. Also es wäre für mich jetzt nicht ein Markt, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt handeln, weder Short noch Long. Es sieht eher danach aus, als wenn wir hier nochmal die 16er Marke testen, also auch diesen Kursbereich, den wir hier hatten. Die Marke von 16 Dollar im Silberpreis, als dass es jetzt massiv nach oben geht. Da sind die Widerstände, wie gesagt, aus technischer Sicht sind relativ hoch und diese schöne Aufwärtsentwicklung, die wir hier gesehen haben, hat sich halt einfach nicht fortgesetzt. Also dieser leichte Aufwärtstrend, den wir hier gesehen haben, der ist schon wieder negiert, von dem her einfach ein Seitwärtsmarkt mit leicht abwärts gerichteter Tendenz. Beim Silber würde ich sagen und beim Gold eben diese 1.300-Dollar-Marke als recht massiver Widerstand. Erst wenn es da mal nachhaltig drüber geht, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dann gucken wir mal auf den Ölpreis. Ja, der liegt im großen Bild auch weiter seitwärts, aber eben mit schöner Dynamik auch. Wir hatten hier ein wichtiges Widerstandsniveau, die Marke um 50 Dollar. Gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen ranzoomen können. Na. Jetzt klickt er mir das nicht an. Na gut, ich wollte es gerne verlängern, aber verlängert es mir gerade nicht hierüber. Die Marke von 50 Dollar weiterhin als ja, erster Widerstand, der Anfang oder Mitte September mal aus dem Weg geräumt wurde, nochmal kurz getestet wurde und jetzt den zweiten Anlauf nach oben. Hier sehen wir im Chart, wenn wir uns das angucken, eine mögliche Doppeltop-Formation auf der kurzfristigen Ebene. Nicht der Großbereich um 52 Dollar ist hier mal nächster Widerstand. Da ist der Ölpreis gescheitert. Rein von der Charttechnik her geht es erstmal runter wieder Richtung 200-Tage-Durchschnitt. Öl, wie gesagt, auch eher im Seitwärtsmarkt und volatil. Wenn es hier unter diese 200-Tage-Linie geht, beziehungsweise auch nochmal unter das Tief, was wir Ende September gesehen hatten, dann kann es auch nochmal deutlicher runtergehen. Dann rutschen wir durchaus auch nochmal Richtung 47 Dollar und dann muss ich die Frage stellen, ob dieser mittelfristige Aufwärtstrend weiter intakt ist. Von dem her, wer hier was handeln möchte, wäre ich derzeit eher Short eingestellt mit einem Stop-Loss oberhalb dieses Widerstands. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man dann, also wenn es hier runterläuft Richtung 48, 49 Dollar, da kann man auch schon wieder über Long
Position nachdenken, im großen Bild oder kurzfristig erstmal seitwärts mit Widerstand hier oben, wie gesagt. Bei Brent sieht es ähnlich aus. Auch da sehen wir dieses Doppeltop. Da ist das sogar noch mal ein bisschen ausgeprägter. Denn hier sehen wir schon, dass es eher ja eine Schwäche im Ölpreis ist. Denn die zweite Spitze lag tiefer als die erste. Wir sehen hier schon so einen leicht fallenden Trend sozusagen. Im zweiten Anlauf haben es die Kurse eben nicht mehr geschafft, dieses erste Hoch Richtung 60 Dollar rauszunehmen, sondern der Ölpreis hat schon entsprechend früher nach unten gedreht. Auch hier der nächste wichtige Kursbereich als Unterstützung ist die Marke um 55 Dollar. Sollte es da runtergehen per Schlusskurs, ist ebenfalls hier dieser kleine mittelfristige Aufwärtstrend in Gefahr. Dann könnte es nochmal deutlich tiefer gehen. Nächstes wichtige Niveau sind dann die 53-Dollar-Marke, wo sich dann der Ölpreis hier auch eine ganze Weile seitwärts aufgehalten hat. Okay, Thomas, dann denke ich, kommen wir zeitlich jetzt auch langsam zum Ende. Gerne noch, ja, denn vielleicht der Blick auf den Trade, und dann deine letzten Worte, deine abschließenden Worte, Entschuldigung. Genau, wir schauen nochmal einerseits auf den Trade. Moment, Cable, wo ist er? Da ist er. Da hat sich noch nicht viel getan. Also da sind wir momentan noch weiterhin in der Nähe meines Einstiegs sozusagen. Vielleicht noch ein letzter Blick auf den DAX. Auch der ja weiter nicht wirklich mit Dynamik nach oben, sondern teste nochmal so ein bisschen die Tagestiefs. Wie gesagt, einfach mal im Auge behalten. Wir haben Verfallstermin, einen kleinen Verfall, die 13.000-Punkte-Marke, so richtig dynamisch kommt da nicht rüber. Wochenende vor der Tür. Ja, von dem her schauen wir mal, wie die Woche ausgeht und ob dann die Volatilität, zu die so am Donnerstag mal ein bisschen Einzug gehalten hat, vielleicht auch mal in der nächsten Zeit ein bisschen weitergeht. Denn für Trader ist das sowas natürlich ideal, wenn es da auch mal größere Bewegungen gibt und nicht so kleines ja, nach oben trippeln, wie wir es in den letzten Tagen gesehen haben. Von dem her, ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag schon wieder, bin ich wieder dran, ganz regulär. Und ja, wenn Sie traden, kennen Sie meine Worte, immer vorsichtig traden, immer im Rahmen Ihrer Risikoparameter. Das Konto nicht überhebeln. Ja, bis dahin, alles Gute. Ja, vielen Dank, Thomas, für deine Analyse und natürlich auch für das Einspringen für den Dirk. Liebe Teilnehmer, wir sind nächste Woche natürlich wieder für Sie da, starten wie gewohnt mit dem guten Morgen DAX Webinar, 8:30 Uhr mit dem Heiko Behrendt und dann, wie Thomas schon gesagt hat, das Punkt 10 dann natürlich mit ihm. Ansonsten sollte es nach dem Webinar Fragen geben, kommen Sie doch gerne auf uns zu, telefonisch oder per E-Mail an info@admiralmarkets.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihren Fragen und Anliegen rund um Admiral Markets und die Handelsplattform MetaTrader 4 und 5. Das Webinar wurde aufgezeichnet, in Kürze dann auch auf dem YouTube-Kanal. Auch dort können Sie die Analysen von Thomas gerne noch einmal anschauen, wenn Sie möchten. Ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich ein schönes Wochenende, noch erfolgreiche Trades für den Abschluss der Handelswoche. Ja, und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.